Keiner muss mit seinen chronischen Schmerzen allein bleiben. Die Herausforderung bei chronischen Schmerzen ist die Tatsache, dass die Patienten viel zu spät zu uns in die psychosomatische Mitbehandlung kommen. Ich würde mir wünschen, dass Patienten, bei denen Schmerzen über einen längeren Zeitraum bestehen, mitbehandelt werden würden in der psychosomatischen Medizin. Sie müssen sich vorstellen, dass Schmerzen über Nerven transportiert werden. Und ein Nerven müssen Sie sich so vorstellen wie zum Beispiel ein Faserkabel. Wenn ich jetzt heftige Schmerzen habe, verbreitert sich dieses Kabel, weil ein Nerv ja eine gewisse sogenannte Neuroplastizität hat. Das besteht über einen längeren Zeitraum, sodass dann irgendwann auch kleine Impulse des Schmerzes sofort anspringen, weil dieser breite Nerv sich ja den Schmerz gemerkt hat. In der psychosomatischen Schmerzbehandlung sehen wir eben häufig leider Patienten, die sehr spät zu uns kommen und die sich oft auch mit dem Schmerz schon identifizieren, die gar nicht mehr locker lassen können von Gedanken, ich bin Schmerz, ich nehme nur Schmerz wahr und ich brauche irgendwas, was den Schmerz wegmacht. Wir haben häufig Patienten, die überdosiert sind mit Schmerzmitteln, weil sie einfach in ihrer Hilflosigkeit alles nehmen, was ihnen zur Verfügung gestellt wird. In der Psychosomatik fangen wir erstmal an, psychoedukativ zu arbeiten, das heißt, dem Patienten wird vermittelt, was ist eigentlich Schmerz, wie wird er transportiert, was ist akuter Schmerz, was ist chronischer Schmerz. Und wir sind der Meinung oder beziehungsweise haben festgestellt, dass Patienten, die um ihre Vorgänge im Körper Bescheid wissen, auch besser mit diesen Dingen umgehen können. Das ist ein großer Teil der Schmerztherapie. Darüber hinaus versuchen wir mit sogenannten nonverbalen Therapien, körperbezogenen Therapien, wieder einen Zugang zum Körper zu finden, der ja zutiefst gestört ist bei Menschen mit Schmerzempfindung, weil sie empfinden ja kaum noch was anderes. Das sind zum Beispiel Musiktherapie, aber auch durchaus Bewegungstherapie und auch Kunsttherapie.